deinen Namen wirklich verdient, kleiner Donner. Du galoppierst ja fast so schnell wie der Blitz. Das macht ganz schön durstig. Lass uns was trinken. Gehen wir doch zum Fluss. Perfekt. Das wird mich über alle Flüsse der großen Ebene tragen. Hey, Regenbogen. Glaubst du, das Holzding da wird dich wirklich tragen? Du siehst doch, wie es schwimmt. Und ich wette, ich bin als Erster an der Schmetterlingsgabel. Gut, die Wette gilt. Machen. Siehst du, wie mein Floß schwimmt, hä? Die Arme eines Sioux sind stärker als der Wind. Oh nein! Oh! Halt! Du musst sofort anhalten! Zufrieden ihrer Bauten, alles kaputt zu machen. Seht nur, was ihr mit unserem Damm gemacht habt. Die ganze Arbeit war umsonst. Wir helfen beim Wiederaufbau. Kuckuck, kleiner Donner. Bin ich wieder. Hör auf, stopp. Heißt du jetzt etwa großer Motzer? Nein, immer noch kleiner Donner. Ja, wir Biber sind uns immer einig. Ja, wir Biber sammeln Holz und Reisig. Also ich bin nicht immer mit dir einig, Jakari. Was diese Arbeit angeht zum Beispiel. Hey, aber du bist doch bis weit über die Grenzen der großen Ebenen für deine Großzügigkeit bekannt. Hervorragende Arbeit. Schau nur genau hin, Jakari, dann kannst du etwas lernen. Damit der Damm auch gut hält, verstärken wir ihn mit Schlamm und Blättern. Raffiniert. Und solide. Erst wenn der Damm fertiggestellt ist, bauen wir unsere Unterkünfte, geschützt vor der Strömung. Schau nur, eine Skulptur. Die werde ich über meiner Tür aufhängen. Hübsch, was? Ja, hey, wie wär's mit einem Ausritt? Gut, du kriegst deinen Ausritt. Auf geht's! Oh, na sowas, ein fliegender Biber. Oh, na sowas, ein seltsames Floß. Ganz schön viel Arbeit. Diese Schufterei macht einem wirklich mächtig Appetit. Zu Tisch. Klasse. Ich wusste gar nicht, dass Biber auch Gedanken lesen können. Ich auch nicht. Bravo. Das nenne ich gehobene Küche. Also, das sieht ja wirklich sehr appetitlich aus. Was ist das denn genau? Blätterknospen und Birkenrinde. Unser Leibgericht. Echt lecker. Das piekst zwar ein bisschen, aber schmeckt echt toll. Ich wusste doch, dass es euch schmecken würde. Das ist ein Salat aus Frühlingsborken. Hey, kleiner Donner. Komme. Du bist doch Vegetarier. Rührend, diese Gastfreundschaft.
schmeckt toll. Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Aber Mama, guck doch mal, das ist lustig. Hey, wo ist die Bremse? Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Dieses ungezogene Kind. Ich fahr hinterher. Kleiner Donner. Ja, wir sind zwei große Seefahrer. Oh nein, die Stromschnellen. Die Stromschnellen. Wir sind in einen Strudel geraten. Wir sitzen in dieser Höhle fest und du machst Witze. Wir müssen hier raus. Da kommen wir nie und nimmer hoch. Die Wände sind viel zu glatt. Wir sitzen in diesem Loch fest. Aber ich will hier jetzt sofort raus. Wir können doch hier nicht bleiben. Beruhige dich. Das wäre nicht passiert, wenn du nicht so leichtsinnig gewesen wärst. Wir müssen hier raus. Großer Adler! Du bist nicht allein, Yakari. Hier wird uns nie jemand finden, großer Adler. Vertraue einfach denen, die dich lieben. Du musst ihnen dabei helfen, dir zu helfen, Yakari. Denen vertrauen, die mich lieben. Was soll das nur heißen? Aber ja, die anderen suchen uns sicher schon. Wir müssen sie rufen. Hallo! Hallo! Wir sind hier! Mama! Papa! Hier sind wir! Das Rauschen des Wassers ist viel zu laut. Wir bräuchten... Ja, ich habe eine Idee. Das könnte funktionieren. Ich weiß, aber wir müssen Lindenbaum und Yakari retten. Beeilt euch bitte! Das Wasser steigt immer schneller! Yakari! Komm her, wir schaffen das schon. Hey!
Hier ist der Ausgang. Ich wusste doch, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann. Ja, bedanke dich bei den Bibern. Sie haben die Leiter gebaut. Und bei kleiner Donner, denn er hat seine Angst vor dem Gewitter überwunden und die Leiter dorthin gezogen. Vielen Dank, kleiner Donner. Das war genial. Gehen wir noch mal auf die Wasserrutsche? Hinten, warum hast du nicht schon genug Kehrereien gemacht? Aber Mama! Mit viel Spaß geben wir richtig Gas. Mit viel Mut klappt die Arbeit gut. Mit Geschick. Hier, Yakari. Ein Dankeschön, weil du Lindenbaum gerettet hast. Ha? Danke, danke, das ist ja großartig. Ein richtiges Kunstwerk. Halt! Anhalten! Gewonnen! Ich bin der Schnellste! Was?